Ich möchte auch mit diesem Video gerne zeigen, wie ihr einen Nierenschnitt ohne Problematiken manuell fertigen könnt. Ich benutze meinen Kreiszuschnitt, den ich selber manuell gefertigt habe. Werde jetzt darauf achten, dass ich ein Glasgittergelege finde. Das schaffe ich, indem ich diesen Kreiszuschnitt einknicke und sehe, erkenne Linien vom Glasgittergelege, was in der Resitrix SKW Fullbond drin ist und sorge dafür, dass die gerade vom Bauch weg ist. Wenn ich diese Linien gefunden habe, knicke ich parallel den Kreiszuschnitt ein, werde einen Viertelkreis falten. Von diesem Viertelkreis, die Mitte, mein Daumen ist 2,8 cm breit. Ich muss darauf achten, dass ich von der Mitte Minimum 3,5 cm zur oberen Kante ausführen werde. Das bedeutet, ich mache es relativ einfach. Ich nehme meinen Daumen, drehe ihn nochmal und habe so ungefähr 3,5 cm, wenn nicht sogar mehr. Markiere mir ganz kurz einen Schnitt, wo ich gleich mit der Schere reingehen werde. Dabei ist zu beachten, dass ihr bitte die Schere weit öffnet, an die Markierung reingeht und maximal 3 mm reinschneiden werdet und gleich in einem Zug rundrum. 1, 2, 3 und gleich rund. Dann kann ich einmal nachgreifen und oben bitte gleich rund rausschneiden und habe meinen Nierenschnitt geschaffen. Das ist mein manuell gefertigter Nierenschnitt. Hier maschinell. Bei einem manuell gefertigten Kreiszuschnitt mit einem Nierenschnitt möchte ich noch das Glasgittergelege in diesem Bereich und in den Flügelbereich überdehnen. Das mache ich relativ einfach, indem ich die Bahn festhalte und nicht wie ein Bulle dran ziehe, sondern einfach, bis es knackt und man merkt schon, ich habe das Glasgittergelege schön überdehnt. Hier sieht man schon einen Bereich, wo das Glasgittergelege überdehnt ist, zerstört ist in dem Sinne, schadet unsere Resitrix SKW in dem Bereich nichts. Jetzt möchte ich die äußeren Flügel auch noch überdehnen. Das bedeutet, für den rechten Flügel benutze ich meine rechte Hand, greife hier an, benutze mein Bein und halte mit der linken Hand die Bahn fest. Und dann gibt es einen kleinen Trick, das ist wie Motorradfahrer, die kennen das Gefühl, einmal Gas geben. Wenn ich den linken Flügel überdehnen möchte, halte ich den Kreiszuschnitt mit dem rechten Arm fest, nehme meine linke Hand, den Ballen und gebe auch wieder Gas und man hört ein schönes Knacken und habe damit den mittleren Bereich und den äußeren Bereich überdehnt. Und jetzt ist das Formteil fertig für die Außeneckausbildung.